betrachten wir hier einmal das Lösen von Wurzelgleichungen, also Gleichungen, bei denen irgendein Ausdruck unter einer Wurzel steht. Und das Rezept, was wir da angucken wollen, ist, im ersten Schritt legen wir den Definitionsbereich fest. Das heißt, wir überlegen uns, für welche Werte von x diese Gleichung überhaupt definiert sein wird. Das heißt, wir schließen negative Wurzeln aus, quadrieren dann beide Seiten, versuchen dann vorweg den Wurzelausdruck möglichst irgendwie auf einer Seite zu isolieren, bevor wir das machen, lösen dann die Gleichung und setzen danach als Probe nochmal die erhaltenen Lösungen in die Ausgangsgleichung ein, um festzustellen, ob welche der gefundenen Lösungen die Ausgangsgleichung tatsächlich lösen. Gucken wir das einmal an einem Beispiel an. Wir betrachten dazu die Gleichung Wurzel aus x plus 8 minus x gleich 2. Hier ist der Definitionsbereich. Der Wert unter der Wurzel darf ja nicht negativ werden. Das heißt, wir haben alle Zahlen, die größer gleich minus 8 sind. Das heißt, hier ist d gleich dem Intervall von minus 8 einschließlich bis unendlich. Im ersten Schritt isolieren wir jetzt den Wurzelausdruck auf einer Seite, also Wurzel aus x plus 8 gleich 2 plus x. Und jetzt quadrieren wir, Achtung, quadrieren ist keine Äquivalenzumformung. Das heißt, wir haben hier nur eine Folgerung. Folgern daraus, dass x plus 8 gleich 2 plus x in Klammern zum Quadrat ist. Lösen das auf nach der binomischen Formel. X plus 8 gleich 4 plus 4x plus x Quadrat. Lösen das entsprechend weiter auf, bringen also auf eine Seite, also 0 ist gleich x² plus 3x. Dann haben wir plus 4x auf der rechten Seite, minus 8 ist minus 4. Und jetzt haben wir wieder so einen Fall einer quadratischen Gleichung, die kann man entweder durch scharfes Hinsehen oder in dem Fall jetzt vielleicht durch die PQ-Formel lösen. Ich wiederum gucke einmal scharf hin und stelle fest, 0 ist gleich. Und die rechte Seite, da habe ich hier eine minus 4 und da eine 3. Und das Ganze kann ich aufschreiben als x plus 4 mal x minus 1. Und wenn wir das Ganze jetzt ausmultiplizieren, sehen wir auch, dass ich recht habe. Wir haben x mal x ist x² plus 4x minus 1x, macht also 3x, die hier stehen, plus 4 mal minus 1 macht minus 4 und das ist die minus 4, die hier steht. Also damit haben wir die entsprechende Faktorisierung gefunden. Und wir können die Lösung direkt hinschreiben. Das heißt, dass x gleich minus 4 oder x gleich 1 die Lösungen sind. Das sind mögliche Lösungen. Die sind beide offensichtlich im Definitionsbereich. Beide Lösungen. Beziehungsweise sind erstmal Kandidaten für eine Lösung. Sind im Definitionsbereich. Das ist prinzipiell schon mal gut. Nichtsdestotrotz hatten wir hier an dieser einen Stelle eben nur eine Implikation. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, ob die Werte tatsächlich auch die Ausgangsgleichung lösen. Wir machen die Probe für x gleich minus 4 und setzen das in die Ausgangsgleichung ein. Dann bekommen wir Wurzel aus. Für x setzen wir minus 4 ein, also minus 4 plus 8. Minus 4. Und wir rechnen damit einfach mal weiter und gucken, was rauskommt. Minus 4 plus 8 ist 4. Also es ist Wurzel aus 4. Ausdruck unter der Wurzel ist definiert, schon mal schön. Minus 4
ist plus 4. Wurzel aus 4 ist 2. 2 plus 4 ist 6. So, das ist 6, aber das ist offensichtlich nicht 2. Das heißt, an dieser Stelle ist x minus 4 keine Lösung. Also x minus 4 ist keine Lösung. Keine Lösung der Ausgangsgleichung. Der Ausgangsgleichung. So, machen wir jetzt die Probe für x gleich 1. Setzen wir es ein. Dann steht da Wurzel aus 1 plus 8 minus 1. Das ist gleich. 1 plus 8 ist 9, also Wurzel aus 9 minus 1, das ist 3 minus 1 und das ist offensichtlich 2 und das ist genau das, was rauskommen soll. Also haben wir nur eine Lösung, also ist x gleich 1 die einzige Lösung. Und an der Stelle sieht man auch sehr gut, warum man tatsächlich diese Probe machen muss. Selbst wenn man schon weiß, dass die möglichen Kandidaten für die Lösung im Definitionsbereich liegen, das ist tatsächlich nicht ausreichend. Also diese beiden Werte haben beide im Definitionsbereich gelegen, das war kein Problem. Nichtsdestotrotz löst nur einer der beiden wirklich die Gleichung. Deswegen muss man am Ende nochmal die Probe machen.